Wenn man die Sahaba beleidigt, ist man kein Muslim? Barakallahu fikum, sagt Allah, wenn man die Sahaba beleidigt, weil sie Muslime sind, für ihre Religion, passt auf, weil sie Muslime sind und für ihre Religion, weil sie den Islam praktiziert haben, weil sie den Propheten zusammen unterstützt haben, dann ist man mit Sicherheit Kafir. Aber wenn man ein Problem mit einem Sahabi hat, oder beschimpft man sie, weil der denkt, ja, die haben Unrecht getan in einer Sache und so weiter, dann kann man diese Person vom Islam nicht ausschließen. Der ist ein Fasiq, ein Frevler. Aber vom Islam auszuschließen, nein.